mein Gott. Diese Männer immer. Immer müssen sie mit ihrem Zeug spielen. Ja, jetzt, komm, springen. Boost, und Boost, Boost! Woo! Und er fällt gar nicht. Oh, Alter. Er boostet immer noch. Ja, das ist dann eher das ist der Fehler daran. Was, seid ihr zu zweit in einem Auto? Ach, ja. Scheiße. Ich bin doch der Depp, der alleine fahren muss. Wir können bloß zwei Autos erstellen, mehr geht nicht. Scheiße, ich bin gerade voll gegen eine Kante gefahren. Wuhu! Flatsch. Dann will er noch wegrennen. Flatsch! Flatsch! So, ich betätige mal den Torhebel. Rücker zu Z. Kannst du mit deiner Suchentaste auch auf meinen Fahrersitz wechseln? Ich hab was für dich. Lass uns wechseln. Kannst du jetzt auch machen. Ich wollte jetzt eh gerade mal raus. Ja, das ist ein bisschen Viecher vom Leib. Jojo, ich nehme hier oben nochmal was mit. Weil die seit Tagen kein Wasser haben, sitzen die ganze Zeit in der Dusche. Interessant. Wo seid ihr? Wir werden das Zeug jetzt abgeben. Du siehst doch immer markiert, wo wir sind. Ja, ne, weil auf einmal die Musik so scheiße leise ist. Ja, weil der Typ, die Tussi da redet. Die redet aber nie. Bei mir redet sie. Zumindest. Bei mir redet sie noch. Ne, bei mir auch nie. Bei mir redet sie. Und hier kommt gerade so ein Typ aus der Seite raus. Schockkristallernte würde ich jetzt gerne nicht machen. Das ist Level 15. In der Nähe der Kreuzung auf dem Weg zur Mine findest du einen gewissen Shep. Slash hat seine ganze Familie getötet und ein Zelt daraus gemacht. Echt hart. Dieser Shep ist ein guter Typ. Wäre schön, wenn du ihm helfen würdest. Shep Sanders getroffen. Typen werden irgendwie gerade spannender. Hab etwas, das wir brauchen. Du musst es dir holen. Sledge ist ein übler Typ. Er hat die Bewohner von Firestone schrecklich misshandelt. Tu, was du tun musst. Lord Vader, zögere nicht, zeige kein Mitgefühl. Was? Die Stimme hat gerade gesagt, tu, was du tun musst. Und ich so, Darth Vader. Zögere nicht, zeige kein Mitgefühl. Ja. Erst dann wird die dunkle Seite stark genug in dir sein. Genau. Hey, cool, hier ist noch was. Warte doch mal. Was zum Öffnen. Ja, mach doch. Sind wir alles übergehen? Ach, dort ist noch was. Mensch, nochmal aussteigen von der Kacke hier. Oh, ein lila Schild. 203, 52er Aufladegeschwindigkeit. Oho. Heftig, aber Level 13. Ja, haha. Können wir schon mal Geld eingesackt. Ah, ich kann es mir kaufen. Ja, ich kann es mir auch kaufen. Oder ich hab nur meine Karte 17.000? Nee, kann ich mir nicht kaufen. Was? 17.000? Alter Schwede. So, wo wollen wir jetzt weitermachen? Da haben wir jetzt. Wartet Level ihr 10, mal? Level 10, Level 13. Ich will entweder den Level 10 Varianten machen. Drachs töten. Das sieht so geil aus, als der Typ in dem kleinen Kocher. Geht gar nicht. Wieder drin, wieder drin gehockt! Es ist so herrlich. Warte mal. Zeig nochmal. Ich hab's gerade schon aufgenommen. Das ist so geil. Ich passe hier normal rein, aber du? Ich bin halt viel zu fett. Ich geb's ja zu, ich muss abnehmen. Schieß, Marco, schieß! Ah ja, ich treff nie wirklich mit dem Ding hier. Ja, ich auch nie. Dann steig halt aus und schieß. Mach ich auch. Du kannst das Sportgeschütz übernehmen. Kommt her, ihr Mist Viecher. Gehen alle schön auf euch. Nee, ja, scheiße, auf mich. Cool, klappt sogar. Oh, wow, wie viele kommen denn hier? Hier. Viele.
Beziehungsweise mehr als sonst, normalerweise kommt wirklich bloß 10. Kommt vielleicht 30. Für jeden 10. Ich hab euch mal ein bisschen Schützenhilfe gegeben, ich dachte, das wäre ganz nett. Es ist immer nett, wenn wir im Koop spielen, dass du uns hilfst. Das wäre echt super. Generell so. Auch, dass ihr jetzt alles einsammelt, das ist echt nett. Das kriegst du eh nie. Vielen Dank! Das war, das war Scharfschützenmunition. Da geht man extra hin, nein, dann nimmt's einer weg. Hier liegt ein Riffel rum. Eine Riffel? Eine Riffel für dich, glaube ich. Riffel. Nee, das ist eine Assault Rifle, das ist für Marco. Oh. Nein, für Marco ist mir doch Rille. Hier, wo ich stehe, in der Richtung. Hier ist noch eine Repeater mit eine 31 Schaden. Oh, warte mal. Hier hinten liegt auch noch ein Haufen Zeug, weil wir hier hinten auch einen Haufen Viecher erlegt haben. Ich glaube, das ist eher meine Muni. Nee, das sind Granaten. Da habe ich vorhin welche überfahren. Die Riffel. Gehen wir mal die Riffel holen. Ich hab die Riffel mitgenommen. Oh, ich habe einen dritten Platz frei bekommen. Ah, stimmt ja. Hatte der irgend sowas gesagt? Ich hab's gar nicht vorgenommen, was hab ich mehr. Könnt ihr mich ein Stück mitnehmen? Mein Wagen steht da drüben. Die Hupe ist so göttlich. Weiß ich, sie ist vorn drin. Ey Mann, das ist nicht witzig. Doch, finde ich schon. Komm, Turbine aktivieren. Ja, das sind die Turbinen, die hier gleich sind. Au! Ballert der auf mich. Steig mal aus, ne, weil es macht nicht so viel Spaß. Werd hier gleich überfahren. Warum geht der schon wieder alle auf mich? Ich fass es schon. Geht doch weg. Oh, der Schläger hält aber auch nicht aus, dem man erst mit Feuer schafft. Nee. Ja. Oder einfach überfahren. Ja, überfahren ist die einfache Variante, aber da kommen so viele, deswegen mag ich das eigentlich nicht. Vor allem bringt das weniger. Irgendwann weniger Erfahrung. Wie er eh nach anderen überfährt. Ich glaube, mein Auto hält langsam nicht mehr viel aus. Au! Ja, jetzt war mein Auto kaputt. Ich bin gleich tot. Das ist mein Problem, wenn du so eine Scheiße machst. Komm her. Damn. Ins Gesicht. Die Shotgun ist echt geil. Also kriege ich jetzt eigentlich dann ein neues Auto her? Wieder von der Station, wo wir vorhin das Auto hergeholt haben. Ja, also muss ich jetzt alles zurücklaufen oder was? Ja, wenn du das Auto gerade geschrottet hast, ja. Gibt's da nie was in der Nähe? Gibt's nie irgendwo in der Nähe? Musst du auf die Karte gucken, da ist so ein Lenkrad-Symbol auf der Karte, wo es sowas gibt. Hier oben liegt eine Schrotflinte mit 7x11 Schaden. Nee, ich glaube, das sieht eher ungünstig aus. Oh, Schilde. Lenkrad ist hier keins mehr drauf. So ist dort halt, wo das Ding halt ist. Naja, muss halt alles zurücklatschen. Dürft dann schon mal los. Haben wir, glaube ich, bloß noch nie entdeckt. Wollt ihr nicht hier oben mal irgendwie wegen Schilden oder sowas? Ich habe ja ein Schild mit 118 zum Beispiel. Nee, brauche ich nicht. Ich muss dann erstmal einen Vorsprung abholen. Und plus 40% Gesundheit. Hier sind noch Muni. Und eine Schrotflinte liegt hier oben auch, die anscheinend keiner haben will. Meine. Ja, ich komme ja dann runter. Hoch. Mann, warte doch mal. Nee, jetzt ist zu spät. Jetzt habe ich sie genommen. Ja, genau. Wo du gerade vorhin gesagt hast, wir teilen alles auf. Ja. So fies bin ich. Muss schon hier hochkommen. Naja, ich bin gerade in dem Haus drin gewesen. Komm aber ich vermute, das Schild hat er eh schon genommen, der Kopie. Ja, das Schild, aber die Shotgun. Die habe ich inzwischen. Die kann ich euch runtergeben.
Ja, ne. Das ist ja eh bloß 7x11 Schaden, die war nie toll. Das Schild ist ja mies. Aber ich verkauf's halt. Ja, hab ich mir schon gedacht. Was hat deine Shotgun? 7x11 Schaden. Okay, also kannst du verkaufen. Wir sollen ja aber die Turbinen noch aktivieren. Yeah, ich hab schnelles Nachladen. Voll. Wie gesagt, ihr könnt schon aktivieren, ich lauf schon mal zurück. Ich hab noch einen verdammt weiten Weg vor mir. Oder Benny entpuppt sich als so guter Fahrer, dass er mich gleich mit hinnimmt. Dann soll Kuppi laufen oder was? Haben wir hier noch was, was wir hier drin erledigen müssen? Ich hab gerade eine Turbine angeschaltet. Die versteckten Tagebücher kannst du mal aktivieren, falls das hier irgendwo in der Nähe ist. Nee, sieht hier so aus. Das erste Tagebuch ist in der Stadt, also. Ja. Sind da irgendwo Autos? Nein, ich hab schon geguckt. Doch, meins hab ich doch hier drüben irgendwo stehen lassen, dachte ich. Oder hast du meins geschrottet? Da steht's doch noch. Es gibt sogar Licht, fällt mir gerade nur so auf. Was ich jetzt über die Schanze? Nee, ne? Bein um. Nee. Bein um.